herzlichst willkommen zurück zu Let's Play Newer Super Mario Bros. Wii. Im letzten Part haben wir die Mushroom Peaks angefangen und machen weiter mit Welt 3-4 Wobble Shroom Bluffs. Remote 1 verbunden, sagt er mir gerade, weil mein Controller wahrscheinlich ausgegangen ist oder so. So, es gibt wieder einen Propeller-Head, so wie im letzten Part. Und hier ist auch die erste Star-Coin. Muss man hier mein Mikro ein bisschen verschieben, so. Ihr hört's nicht, ich hör's schon. Oh yeah, das war ein geiler Sprung. Oh, hier müssen wir aufpassen. Hier könnte eine Star-Coin versteckt sein. Nee. Oh nein, die Kugel will die Kanonen. Okay. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. So, in die Röhre geht's rein. Das war klar, das hat man gesehen. Aha, was haben wir hier? Das sieht mir ganz nach... Um ehrlich zu sein, sieht mir das hier nach einem Secret Exit aus. Aber wenn es so wäre, wäre der sehr einfach versteckt. Nee, es ist nur eine Starcoin. Gut. Ich wollte schon sagen. Hey, Halbzeit. Hoppala, da wäre ich fast in Abgrund gefallen, aber ich bin halt der Beste und rette mich. Und jetzt geht's ab ins Ziel. Ach, verkackt. Ich habe Mario einfach so gesagt, er soll die Klappe halten. Hat ihn jetzt bestimmt gekränkt. So. Dann auf zum Turm, würde ich sagen. Welt 3 Turm. Burnblaze Tower. What the fuck? Da unten ist die Starcoin. Die erste. Was soll das? Ich habe sie genau gesehen. Das ist sehr merkwürdig, Freunde. Aber ich vertraue mal daran, dass wir sie noch kriegen. Eisblume? Nein, danke. Ich glaube, der Propeller hätte hier schon geil. Ich versuche gerade irgendwo überall einen Geheimgang zu finden, um zur Starcoin zu kommen. Wow. Das war knapp. Überall diese Fire Sticks, ja. What the fuck? Jetzt komme ich ja hoch. Nee. So nicht. Ach so. Okay. Ich dachte gerade, das wäre ein Geheimgang hier, deswegen habe ich nicht damit gerechnet. Das ist die erste Starcoin. Okay, dann ist das da unten die dritte. 100%ig. Ah ja, die Berge hier haben übrigens so ein Toblerone-Zeichen. Die Flaggen. Das ist aber sehr merkwürdig mit der Starcoin, muss ich zugeben. Das ist auch nicht die Starcoin. Wisst ihr, was fies wäre, wenn jetzt hier in der Seite irgendwann eine Röhre auftauchen würde? Okay, hier ist schon mal die Starcoin Nummer 2. Ja, nehme ich in Kauf. Ich will ja meine Starcoins alle haben. Ich schwöre euch jetzt. Ja. Kommt gleich irgendwann eine Röhre. Oder? Die Münzen locken mich jetzt nach rechts. Aber links ist die Röhre. Das sage ich doch. Naja, das war zu erwarten. Ist die Starcoin. Jawohl. So. Oh Gott, wo komme ich hin? Zum Boss. Irgendwo noch eine
Secret? Ah ja. Dann können wir mit der Eisblume, hui, zum Boss. Ich weiß nicht, welcher Boss in der Mushroom Pizza auf uns warten wird. Ein riesiger Hammerbruder? Oh, ein Monty-Maulwurf. Okay. Wow. Toller Boss. Oh nein! Okay, okay, das ist doch nicht so leicht wie gedacht anscheinend. Obwohl, er wirft seine Schraubenzieher nur in die andere Richtung, warum auch immer. Oh no. Oh, jetzt wirft das in alle Richtungen. Hier drunter zu stehen ist eigentlich recht klug. Und down. Das war übrigens kein Monty, das war Rocky Schraubenschlüssel. Ich verwechsel die beiden immer wieder. Oh, drei neue Level. Hooray. Gut, dann machen wir zuerst mal das Challenge aus C. Müssen wir wieder Sterne einsammeln. Yo. Let's go. Ja, gut. Ich habe zwar keinen Pinguin, aber selbst ohne dürfte das ein Klacks werden. Oh, shit! Oh, wow, das war knapp. Naja, wir haben es geschafft und erhalten. Ein Hammer, ein Minipilz und auch ein Hammer. Und saven gleich nochmal. So. Was ist das denn da für eine Röhre? Hier ist 3,6, da ist 3,5. Ja. Möchte mal gucken, was das hier für eine Röhre ist, erstmal. Okay. Ach so, ah, ja, stimmt, ja. Ja, ich dachte gerade, hä? Aber jetzt fällt es mir auf, ja. Okay. Gut, gucken wir uns gleich an. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Grotte. Fungi Pit. Da hinten ist ein Geisterschiff, habt ihr das gesehen? Okay, das sieht mir jetzt nicht gerade nach Fungi Pit aus, aber okay. Ah, jetzt geht's ins Fungi Pit. Oh, gruselig. Very scary. Wir halten Mini-Mario. Das ist sehr interessant. Mini-Mario kann ich nicht ausstehen, ey. Mit dem zu spielen ist zwar lustig, weil du so eine... Also so wenig Gravity hast, aber... Oh Gott. Okay. Ach, das wird ganz furchtbar hier mit den 100%. Ach Gott, die ganzen Feuerbälle. Oh, das wird ganz, ganz schrecklich. Ich sag's euch. Oh, man kann halt auch keinen Gegner töten, außer mit einer Stampfattacke. Ja, noch ein Mini-Pilz braucht keine Sau. Da unten ist was. Mini-Mario. Stell dich der Gefahr. Mario! Gotta catch him. Oh. What the fuck? Wie soll man denn da alle kriegen, bitteschön? Als Mini-Mario, ich bitte euch. Ich habe leider auch noch gar keine Star-Coin. Ah ne, doch, ich habe ja eine. Okay. Nichts gesagt. Versuch's jetzt was ganz Riskantes. Ne, da kommt man nicht hoch. Okay. Juhu! Hier haben wir schon mal eine Röhre nur für Mini-Mario. Finde ich schon mal gut. Ah, guck an. Der gelbe Schalterpalast mal wieder. Was haben wir hier?
Bonusraum? Eine Starcoin? Oder vielleicht sogar... Nein, das kann nicht sein. Oder kann es? Oh, ein Pilz. Nein! Hä? Was hat mir der Raum jetzt gebracht? Verarscherraum jetzt oder was? Oder jetzt krieg ich keine Starcoin mehr oder was? Der Raum hat mich ein bisschen verwirrt. Na, solange noch eine Starcoin und das Ziel kommen. Ist ja alles okay. Oh Gott. Okay, Mini Mario. Let's go! Oh yeah! Oh, das war keine gute Idee. LOL. Ah! Alles klar. Haben wir uns hier ein bisschen durchgemogelt, aber ist es immer noch die Frage. Was hatte dieser eine Raum, was hat das mit diesem einen Raum auf sich? Gibt's hier einen Secret Exit? Nein. Okay. Dann war das der komischste Raum, den ich jemals gemacht habe. Naja, gut. Machen wir weiter. Welt 3-6, aber... So. Welt 3-6. Bubble. Besen? Besen? Keine Ahnung. Und ich hätte einen Pinguin anziehen sollen. Ich bin dumm. Okay, man gibt mir hier aber auch die Feuerblume. Kann man hier hinter... Ich meine, es gibt mal ein Level, wo man da am Anfang nach hinten muss, oder ich weiß nicht, ob das in dem Spiel so war. So. Kann die Röhren auch aufhören zu pusten? Kann es sein, dass man überall rein kann, deswegen immer alles durchchecken. Die Röhre, die pustet immer, glaube ich. Okay, jetzt schnell. Jawohl. Hat geklappt. Und für uns gibt es einen Starcoin als Preis. So, kommen wir hier wieder raus und können unsere Reise fortsetzen. Bam, bam, barom, bam, 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 barom, bam, 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 bam. Oh, kannst du den großen killen? Yeah, man kann sogar den großen killen mit der Feuerblume. Nice. WTF. Kann man hier drüber oben? Wow. Wow. So, oben oder unten? Erstmal töten. Hier ist die Mitte. Da geht's rein? Nein. So, haben wir hier Feuerblume. Ja. Oh, ist noch früher Morgen, deswegen nicht wundern. Gut, dass da oben was ist, das denke ich, sieht jeder. Oh, ne. Hm, das ist gemein hier. Feuerbälle unter Wasser so viel Schaden anrichten.
Okay, Secret Peace Switch, finde ich gut. Oh nein, der blaue Verfolgerfisch, der einen mit einem Schlag tötet. Gut, dass man den auch tötet. Alter, der gibt 3 Ups, leck mich am Arsch. Gleich haben wir die 99, Freunde. So, links oder nach oben oder unten. Ich gehe mal oben. Oben war richtig. So, dann hätten wir alles Starcoins. Ein Secret Exit gibt es anscheinend nicht. Sehr schön. Bam, 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 bam. Wo ist der geheime? Wo ist der Block? Komm, wo ist er? Ich weiß, dass er irgendwo ist. Hier. Aha. Dankeschön. Hä? Ich bin oben gegen die Decke gekommen. Leck mich am Arsch. Nein. Mario. Rein da. Mario Time. Jetzt können wir das Music House machen und zudem noch das Level vor dem Schloss. Geil. Gut, dann machen wir das Mushroom Music House. Ich muss immer mitsingen, es ist furchtbar, es ist wie eine... Ach, egal. Oh, das ist schon etwas schwieriger. War nicht leicht. Jawoll. Haben wir alles geschafft? Das war nicht leicht, Freunde. Es war nicht leicht. Oh yeah! Oh yeah! Das ist so geil! Ein paar Items bekommen. Finde ich gut. Was ich noch besser finde, wir sind so gut in der Zeit, dass ich das jetzt auch noch machen werde. 3-7. Slanty Shroom Road. Leck mich am Arsch, das sieht sehr, sehr schlimm aus. Gut, dass wir hier wieder einen Propeller-Head kriegen. Oh Gott, es ist nochmal alles auf einen Schlag wahrscheinlich jetzt. Da unten ist ja auch was. Nein. Okay, hier muss man einen Hund befreien. Ja, richtig. Für die erste Starcoin muss ein Hundi befreit werden. Dafür opfere ich auch meinen Propeller-Head. Wow! Das war sehr knapp. Irgendwo Bodenranke? Anscheinend nicht. Tja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt blöd gelaufen. Oh, oder auch nicht. Lack gehabt. So, hier unten ist jetzt wahrscheinlich... Oh ne, es ist ein Yoshi! Yoshi! Wahrscheinlich sollte man das mit dir machen, mein kleiner Freund, wa? Ja, wen juckt's? Hauptsache, wir haben am Ende alle Starcoins. Hier irgendwo ist noch ein Propeller-Head, ne? Da ist mal 10.000 Goombas hier angelaufen. Cool. Verpiss dich. Oh, nein, 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 nein. Nein, du läufst mir jetzt nicht davon. Kein Propeller? Mann, ihr seid doch Schweine.
Aber ich kriege einen Propeller. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Okay, gut. So, mit Yoshi und Propeller-Head. Und mit Propeller-Head geht es weiter. Oh, shit. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Ich habe mal wieder was übersehen. Das ist nicht so toll. Ah, hahaha. Oh, das ist gemein. Das ist echt gemein. Bum, 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 bum. So, es gibt ein bisschen Kohle für uns. Finde ich gut. Über den Wolken. Ein Ab. Da kommen wir ganz beruhigt ins Ziel. Boah, ja. So, den will ich noch töten hier, den Kerl. Bam. Richtig stylisch. Oh, fuck. Und jetzt habe ich mich noch verarschen. Nein! War das denn? Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt wird der Part auch noch über. Jetzt kriegt der Part auch noch Überlänge. Weil ich ja so ein ehrenhafter Typ bin, ja? Ach, der. Ah. Gott, war das dämlich jetzt. Ja, ich hole mir lieber den Yoshi. Als dass ich hier in irgendein Risiko eingehe. Das ist schon traurig, dass das jetzt so blöd gelaufen ist jetzt. Das bleibt die Upload-Zeit für mich auch länger. Aber ich ziehe das durch, Freunde. Ich breche nicht einfach den Part ab. Gibt's ja auch so Spezialisten, die das tun. Als ob der Flatterflug hier nicht reicht. Ja gut, dann müssen wir es auf die Propeller-Headweise machen. Ja, komm, mach hinne. 88 Leben, Leute. 88 Leben. Komm, ich will bei 88 Münzen aufhören. Krieg ich das hin? Sie macht sich. Zack. So macht man das. 88. Nein! Okay. Wir machen uns jetzt zum Auftrag, keine Münze mehr zu sammeln. Das ist jetzt der No-Coin-Run. Damit wir den Part mit 88 beenden können. Jawoll! Oh shit! Ah, das habe ich über. Oh. Nur Fails in diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Newer Super Mario Bros. Wii. Und dann machen wir das Schloss hier. Oh yeah. Ah, 15. Oha, das ist ja eine doofe Zahl. Ich gehe trotzdem nochmal kurz zum Shop, auch wenn der Part sowieso schon Überlänge hat. Ich verabschiede mich aber schon mal, kaufe hier nur noch den Rest. Also bis zum nächsten Mal, ich bin der Nike. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann und ciao, ciao.